Ich möchte dir in diesem Video zwei Intervalle zeigen, die für die Gitarre ganz besondere Intervalle sind, und zwar die Prim und die Oktav. Das Coole an der Prim ist, dass wir auf der Gitarre diejenigen sind, im Vergleich zu den Pianisten, die dieses Intervall an zwei verschiedenen Stellen spielen können. Jetzt wirst du dir denken, was genau soll das jetzt bedeuten? Es ist nämlich so, bei der Prim handelt es sich um ein und denselben Ton. Wenn ich jetzt hier im dritten Bund auf der A-Seite spiele, ist das das Intervall. Es gibt also sozusagen gar keinen Abstand zwischen den beiden Tönen. Wir wiederholen zweimal den gleichen Ton. Jetzt ist das auf dem Klavier zum Beispiel eben so, ich habe diesen bestimmten Ton, jetzt in diesem Fall C, an eine Taste auf der Klaviatur. Auf der Gitarre ist es aber so, dass dieser gleiche Ton nochmal woanders auftaucht. Und zwar dieser Ton C zum Beispiel, hier im achten Bund auf der E-Seite. Das ist das Intervall einer Prim zwischen dem dritten Bund der A-Seite und dem achten Bund der E-Seite. Gleiche Lage, ja, also im Sinne von gleiche Tonhöhe. Noch eindeutiger wird es dir zum Beispiel, vielleicht hast du deine Gitarre schon mal so gestimmt, dass du im fünften Bund zum Beispiel auf der E-Seite greifst und dann die leere Seite daneben, nämlich die A-Seite spielst. Das ist ein und derselbe Ton, wie du jetzt vielleicht auch hörst. Aber an zwei verschiedenen Stellen gespielt. Einmal die leere A-Seite und im fünften Bund auf der E-Seite. Und das ist so auf dem Klavier zum Beispiel nicht möglich, ja, dass du es an zwei verschiedenen Stellen ein und denselben Ton spielen kannst und das als Intervall bezeichnest, nämlich das Intervall der Prim. Hingegen gibt es die Oktave, was häufig dann verwechselt wird mit der Prim, nämlich wenn ich jetzt zum Beispiel die A-Seite leer spiele und dann im 12. Bund. Das ist beides mal der Ton A, aber in unterschiedlichen Lagen. Einmal in einer tiefen Lage und in einer hohen Lage. Oktavlage. Oder das Intervall der Oktave ist das. Und das wird auf der Gitarre sehr häufig so verwendet, um Melodien zu spielen. Folgendermaßen wird das dann gegriffen auf der Gitarre und so kann man sich dieses Intervall auch sehr gut merken. Wenn du zum Beispiel das D im fünften Bund auf der A-Seite greifst und dann das D im siebten Bund auf der G-Seite, haben wir beides mal den Ton D, aber einmal in einer tiefen und einer hohen Lage. Und wenn die dann gleichzeitig gespielt werden, verdopple ich quasi den Ton D, mache ihn aber dadurch, dass ich ihn einmal in einer tiefen und einer hohen Lage spiele, sehr fett und präsent. Ganz eigener Sound, und es lässt sich auch erstmal, wenn man es gleichzeitig spielt, gerade am Anfang nur recht schwer erahnen, dass man da ein Intervall spielt, nämlich Töne gleichzeitig. Man muss sich wirklich darauf konzentrieren, ah, da ist so ein tiefer Tonanteil und dann so ein hoher. Gleichzeitig zupft, wird es aber, finde ich, wenn ich nochmal einzeln nur spiele, jetzt gleichzeitig, dann hört man den Unterschied sehr stark, dass es plötzlich so ein voluminöser Sound ist, obwohl man nur einmal das D hört, aber eben in einer tiefen und in einer hohen Lage gleichzeitig, und das ist der Unterschied zur Prim. Beide mal die gleichen D-Töne, einmal im fünften Bund auf der A-Seite und die leere D-Seite. Ein und dasselbe D zweimal da. Und die Oktave. Ich
greife wieder hier das D im fünften Bund auf der A-Seite, aber auch noch das D im siebten Bund auf der G-Seite. Ein viel breiterer Sound. Plötzlich kommen so hohe Tonanteile eben dazu. Und das möchte ich mit dir in diesem Video jetzt testen, ob du da den Unterschied erkennen kannst. Also legen wir los. Erstes Intervall. Prim oder Oktav. Ist zweimal das gleiche Ding, ne? Und zwar ist es der Ton H, also haben wir hier eine Prim. So, nächstes Beispiel. Was ist es? Prim oder Oktave? Ich denke eindeutig Oktave. Man hat einmal einen tiefen Ton und einen Oktav höher liegenden Ton. Noch ein Beispiel. Ist es ein Prim, das Intervall der Prim oder das Intervall der Oktave? Es gab wieder einen tiefen Anteil und einen hohen, also ein Intervall der Oktave. Übrigens sehr schwer zu singen. Weil der Sprung sehr groß ist, von tief zu hoch. Noch ein Beispiel. Das Intervall der Prim. Relativ leicht zu hören, weil es plötzlich eine doch recht starke Klangveränderung gibt, wenn man diese beiden Intervalle gegeneinander. Es gibt aber dann nur diesen immer wieder gleichen Sound oder eben doch noch eine Veränderung, dass man sagen kann, okay, das war jetzt zweimal der gleiche Ton oder eben einmal eine Oktave höher. Viel Spaß beim Nachmachen, ausprobieren, nochmal zurückspulen und wieder von vorne anfangen. Das Ganze lebt davon, häufig gemacht und wiederholt zu werden. Und viel Spaß damit. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.